Ich habe zwei Gäste hier, die sind sozusagen die deutsch-französische Freundschaft nach der deutsch-amerikanischen. Zuerst möchte ich begrüßen auf der einen Seite hier Andreas Thein und seine Partnerin Mart. Hallo. Andreas, man kennt dich, wenn man dich kennt, von Propaganda. Warum ist das damals in die Hosen gegangen oder warum geht's? Oder? Das heißt in die Hosen gegangen? Ich habe mich nach der ersten Single habe ich mich verabschiedet, weil ich intern keinen Weg mehr für mich sah, mit denen weiterzuarbeiten. Und dann wollte ich meine eigenen Projekte solomäßig durchziehen. Das habe ich in diesem Fall ja gemacht. Refifi heißt das Projekt. Was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Ja, vordergründig also ein Globalkonzept, also super, also Musik, Show, also visuelle Sachen auch. Und dann eben, wenn es zum Live kommt, dann eben auch eine ausgeklügelte Show, eben anstatt nur live auf der Bühne rumzuspielen, ne, sondern mit Tänzern und so weiter. Was steckt dahinter? Eigentlich solide Popmusik abzuliefern, die also etwas aus dem Rahmen fällt, die nicht so, ja, aalglatt ist. Das soll schon ein paar Kanten haben. Ein paar Kanten, das habt, oder hast du, die hast du entdeckt in einem eigentlich alten Song. Ist in Deutschland bekannt als Titelmelodie. Von Cobra übernehmen Sie. Das ist euer neuer Titel. Erzähl mir mal ein bisschen dazu, wie es dazu gekommen ist. Wie es dazu gekommen ist, ich hatte das immer schon vor, weil ich liebte diese Serie früher als Kind und hatte immer irgendwie vor, sie neu zu vertonen. Aber damals bei Propaganda ging es nicht, weil es nicht ins Konzept passte. Und ja, heute passt es. Ne? Und ich meine, es gibt verschiedene Versionen, ich meine, hunderte wahrscheinlich. Und ich wollte sie einfach ein bisschen bombastischer und irgendwie auch schneller machen. Aggressiver auch. Aggressiver, ja. Wie bist du zu Marte gekommen, deiner Partnerin? Eine kleine Story dazu ist, dass ich Dieter Meier getroffen habe, weil Dieter und ich haben so diese, auch dieselbe Basis und Ideen über visuelle Geschichten zur Musik zu kommen. Und jedenfalls habe ich ihn angerufen und sagte, okay, hör dir das an. Und er meinte ja, man müsste halt ein Mädel dazu finden. Und also zeigte mir wohl ein Facecover und da war sie drauf und meinte, genau das war das Richtige. Und eine Woche später kam er mit der Nummer, Telefonnummer von ihr. Und dann rief ich sie an und sie sagte, oui. Oui. You said oui? Oui. What did you do before? You are a model. Yes, I'm a model and I design shoes too. You have brought some with you. Yeah. These are all your designs? Yeah. Also sie ist ein Model und wir haben es gerade gehört, Andreas hat sie auf dem Cover von Face entdeckt und sie macht auch diese Schuhe, die wir hier da sehen. Sind, ich darf mal ein Stück hochnehmen, das ist mir besonders imponiert, weil unten so ein kleines Krokodil dran ist. Ich hoffe, das sieht man. Ich kann das mal in die Kamera bringen. Das ist gleich wunderschön hier. Kleine Lurchi. So, did you have any experience with singing? No. No, not no, no, before. No, not before. No. And what made you say, yes, I want to do it? Oh, it's a new experience for me. I like to do a lot of sing. And so this was the new thing, to sing? Weren't you a bit nervous? No, no. Not at all? No. And what about going on stage live? I don't know. Now I don't know. You don't know now? No. Okay, let's have a look at it. Andreas, würdest du mir die Freude machen und dein eigenes Stück ansagen? Ja. In diese Kamera, in die Dreier, in die Mitte rein. Kamera. Ja. Und hier ist Refifi mit Axel Mon Amour. Refifi, eine neue Nummer hier bei uns. Refifi, eine Eintagspflege oder ein längeres Langzeitprojekt? Andreas? Auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. Also du planst auch richtig eine ganze LP zusammen mit Marc zu machen? Ja. Ich meine, es hängt jetzt mal davon ab, wie diese Single hier läuft, aber im Prinzip ist es geplant, ein Album zu machen fürs nächste Jahr. Mart, your connections with pop music, do you listen to music a lot? Yeah. You like music. So, do you know that there is a lot of French titles in Germany right now? Yeah, yeah. Why do you think is that? Are French and Germans coming together more? Or? I think in France that's move a lot, and it's for that. It's come in Germany and everybody, everywhere. Have you heard of Rai music? Rai music? Rai? No. No? Okay. What's Rai music? Rai is something like a French soul for me. It comes from the legionnaire, from the Bedouin people.
Well, anyway, let's forget about it. Let's get it over. Ich wollte Sie nur fragen, wie Sie das sieht mit diesem Austausch von französischen Titeln nach Deutschland. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Und Sie sehen das halt so, dass das auch in Frankreich sehr, sehr starke Titel sind. Die Franzosen waren also allerdings schon immer etwas nationalbewusster. Die haben dann schon immer mehr auf ihre eigenen Titel gehorcht. Also das ist mal ganz selten, dass Madonna mal auftaucht in der Hitparade. Andreas, wie siehst du denn das? Hast du da so einen Connex nach Frankreich? Weniger. Also ich meine, wenn ich da bin, dann schon. Aber was ich da eigentlich mehr mitkriege, sind dann viel schwarze Sachen oder eben auch afrikanische oder arabische Sachen. Nach denen habe ich Sie gefragt. Drei-Musik ist da sicherlich ein Begriff. Ja. Wie siehst du denn die Einflüsse auf die europäische Musik generell? Weil ich bin persönlich der Meinung, dass das sich noch was rühren wird. Du meinst es von den Franzosen? Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist auch vielfach, also ich meine, du siehst es selbst zur Zeit in den Charts, also eine Menge französische Titel. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt... Du möchtest keine Prognose wagen, ob das länger hält? Nee, also ich glaube nicht. Du meinst, das ist so ein großer Peak, wie vor einigen Jahren das Italienische, was immer hochkam? Ja. Also du siehst das auch so mehr eintagsfliegenmäßig? Das kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm. Ich meine, ich werde auch mit ihr auch die nächste Nummer halt auch in Englisch machen. Mhm. Aber es war aber auch nicht jetzt geplant, dass ich diese Nummer hier gesagt habe, okay, nur weil die französische Welle da ist, dass ich das mache. Das Stück existiert seit einem Jahr. Ne? Dass es jetzt da ist, das ist... Zufall. Das ist ein Glück. Ja, glücklicher Zufall. So, on stage, what will you do there? You're used to act in front of the camera. Yeah. Do you think you can use that on stage with a live audience? Yeah. Yes. Yeah? Yeah, we want to move, but we want to have another image. Mm-hmm. We want to change, we want to have people who dance, but not a real dancer. We want to have people who are different, who have personality. Mm-hmm. Also es scheint doch irgendwas mit der neuen französischen Welle zu tun haben, denn erst vor kurzem haben wir hier an dieser Stelle ein Interview gehabt mit Gage Partie, die eben auch genau dasselbe gesagt hat, eben, dass man versuchen will, so ein richtiges Rocktheater, also im besseren Sinn, auf die Beine zu stellen. Mm-hmm. Ist das auch dein Plan? Ja, ja, ich meine, das war auch damals auch schon so die Idee mit Propaganda. Falls wir also live auftreten wollten, ich meine, das hat sich dann im Endeffekt etwas verschoben, dass es also nicht nur eben so Musiker, die hinter ihren Instrumenten sind. Also ich meine, vielleicht Rockoper ist der falsche Ausdruck. Also für mich gibt es da noch gar nicht eine richtige Bezeichnung dafür, weil es bisher noch nicht so da gewesen ist. Ich meine, es hat so was, vielleicht eine Mischung aus Las Vegas und Theater und Musik. Ne? Mhm. Also weißt du, dass du anderthalb Stunden einfach mal... Was passiert? Was Inszeniertes passiert? Ja, was Inszeniertes passiert, ohne dass es jetzt, ohne Ecken und Kanten ist. Also so, dass es so eintrainiert ist, dass du denkst, aha, jetzt weiß ich, dass der nächste Gag kommt. Mhm. Das schon, das nicht. Also das ist nur einfach pures Entertainment für anderthalb Stunden eben jetzt. Mhm. Gut, ich wünsche euch beiden viel Erfolg. How do you say bon success? Irgend sowas, bon chance? Merci beaucoup. Okay, und ich danke euch, dass ihr hier wart. Danke. Bis zum nächsten Mal.